Herzlich willkommen im Zeitalter des Weltraumtourismus. Der 70-jährige Sir Richard Branson hat mit seiner USS Unity den ersten kommerziellen Weltraumflug absolviert und damit eine neue Ära eingeleitet. Wir schauen uns heute diesen Flug ganz genau an und beleuchten das Rennen zwischen den zwei Milliardären Branson und Jeff Hu Bezos, welches ganz klar ersterer für sich entschieden hat. Moritz von dem YouTube-Kanal Senkrechtstarter hat den Flug gestreamt und im Nachhinein eine Episode zur Technik veröffentlicht. Ich kann jedem von euch empfehlen, sich dieses Video ebenfalls anzusehen. Link dazu in der Beschreibung des Videos. Die heutige Ausgabe ist eine ganz besondere, denn ich habe am Ende noch ein wenig zum Werdegang von Mars-Chroniken zu verkünden. Ja, es hat etwas mit meinem neuen Logo zu tun und ja, es hat etwas mit diesem gelben schematisierten W in der Ecke zu tun. Abonniere jetzt Mars-Chroniken, damit du keine weitere Ausgabe mehr verpasst. Wenn dir gefällt, was ich mache und du mal hinter die Kulissen blicken möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich auf Patreon besuchst und den Kanal mit deiner Mitgliedschaft unterstützt. Das hilft mir dabei, mehr und besseren Content für euch zu produzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Weltraumnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Witzigerweise beginnt die Geschichte des Virgin Galactic Fluges mit Blue Origin. Letztere hatten einen riesigen Wirbel um ihren ersten Flug mit Menschen an Bord ihrer New Shepard Rakete veranstaltet. Blue Origin hatte in einer langen Medienkampagne darauf hingearbeitet, ihr System als das erste privat entwickelte System zu verkaufen, welches Menschen ins All befördern kann. Es gab sogar eine Auktion, bei der einer der vier Sitze in der Blue Origin Kapsel für 28 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Bei diesem Flug soll Jeff Bezos höchstpersönlich mitfliegen und er wird seinen Bruder Mark mitnehmen. Über die Grenze zum All kann man sich natürlich streiten, aber das soll heute nicht das Thema sein. Ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob es nur Zufall war. Virgin Galactic und Sir Richard Branson haben am 2. Juli 2021 damit begonnen, ihren ersten kommerziellen Flug zu promoten. Stellt sich heraus, dass Virgin Galactic Blue Origin damit um ganze 9 Tage schlägt. Soweit so gut. Es ist ein Wettbewerb und bis dahin ging alles mit rechten Dingen zu. Dann veröffentlichte Blue Origin diese Grafik, in der sie sich mit Virgin Galactic vergleichen. Sie stellen sich selbst viel besser dar als Virgin. Unglaublicher Kindergarten. Diese Grafik löste einen wahnsinnigen Shitstorm über Blue Origin aus. Beim Schreiben dieses Skripts habe ich auf ihrer Twitter-Seite nach dieser Grafik gesucht und war wirklich verwundert, dass sie diesen Tweet noch nicht gelöscht hatten. Das hier ist kein Angriff auf Blue Origins Technik. Darüber werde ich mich in einem anderen Video aufregen. Es ist schon eine grandiose Leistung, eine Rakete zu bauen, die mit dieser Sicherheit und Präzision propulsiv landen kann. Propulsiv heißt mit Hilfe von Raketentriebwerken aufrecht zu landen. Für die Aktion mit dieser Grafik sollten sie aber des Platzes verwiesen werden. Aber da spielt es leider nicht. Wir sind alle Teil von Hashtag Team Space und sollten an einem Strang ziehen. Jeder entwickelt seine eigene Technologie und das ist auch gut so. Denn wir sollten uns nicht auf ein System verlassen müssen. Jede Anwendung hat andere Anforderungen an die Technik. Also haben alle ihre Daseinsberechtigung. Der freie Markt wird schon entscheiden, welches System das bessere ist. Das liegt zum Glück nicht in Jeffs Hand. Übrigens, die Simpsons haben genau diesen Weltraumflug vorausgesagt. Die haben sogar das Schiffsdesign getroffen. Verrückt. Aber was ist jetzt denn mit dem Flug von Virgin Galactic? Dazu kommen wir jetzt endlich. Am 11. Juli 2021 hob das Mutterschiff VMS Eve, benannt nach Bransons Mutter, vor Beginn des offiziellen Livestreams vom selbstgebauten Raumfahrthafen Spaceport America in Sierra County in New Mexico in den USA ab, um das Raumschiff VSS Unity auf eine Höhe von rund 46.300 Fuß oder etwas mehr als 14 Kilometer zu bringen, um dort freizulassen. Zum Vergleich, Linienflieger cruisen auf etwa 10 Kilometer Höhe. Eve übrigens hat alleine schon eine Crew von 6 erfahrenen Piloten und Technikern. Der Virgin Galactic Livestream war echt sehr sympathisch. Der Comedian und Moderator von The Late Show, Stephen Colbert, moderierte die Show und hielt eine schöne Laudatio für Sir Richard Branson. Kann ich nur empfehlen, sich anzusehen. Lasst dem Video doch gerne einen Daumen hoch da, damit der YouTube-Algorithmus versteht, dass Raumfahrt für alle ist.
Im zweiten Studio unterhielt sich eine führende Ingenieurin von Virgin Galactic mit dem legendären NASA-Astronauten Chris Hadfield und dem TikTok-Star und zukünftige Astronautin bei Virgin Galactic, Kelly Gerardi. Kelly wird bei einem der nächsten Flüge dabei sein. Aber auch andere Superstars sollen unter den bereits 600 verkauften Tickets zu je einer Viertelmillion US-Dollar sein. Wer tatsächlich mitfliegen wird, werden wir noch rechtzeitig sehen. Es dürfte aber großes Vertrauen erwecken, wenn der Milliardär und oberste Boss selbst mitfliegt. Das Gute an dem System ist, dass man nicht sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet haben muss, um da mitfliegen zu können. Du kannst dir ein Ticket kaufen und mitfliegen. Vermutlich gibt es ein Training und eine Schulung, aber du musst nicht dein Leben lang dafür trainiert haben. Im Livestream haben sie kurz davon geredet, dass dieses System ähnlich wie Starship in Zukunft für Punkt-zu-Punkt-Reisen auf der Erde verwendet werden könnte. Dadurch könnte man alle Langstreckenflüge auf maximal 5 Stunden verkürzen. Es gibt ja schon Parabelflüge, bei denen man einige Sekunden lang Schwerelosigkeit in einem Flugzeug erleben kann. Das funktioniert, indem das Flugzeug steil aufsteigt und dann wieder steil fällt. Virgins System ist im Prinzip nichts anderes als ein derartiger Parabelflug auf Steroide. Der große Vorteil dabei ist, dass die Passagiere immer mehrere Minuten am Stück der Mikrogravitation ausgesetzt sind. Zumindest wird es so beworben. Wenn man sich den Flug aber ansieht, stellt man fest, dass die Schwerelosigkeit nur knappe 3 Minuten dauert. Aber zurück zum Flug, ich schweife ab. Also Eve stieg auf die designierte Höhe und ließ Unity fallen. Innerhalb weniger Sekunden zündete das Triebwerk, um die 2 Piloten und 4 Passagiere innerhalb von rund einer Minute von 14 auf 86 Kilometer zu schießen. Nach nur 33 Sekunden hatte Unity von der halben Schallgeschwindigkeit auf Mach 2 beschleunigt. Es dauerte nur weitere 22 Sekunden, bis Mach 3 erreicht war. Das Triebwerk wird schon weit vor der Zielhöhe von 282.000 Fuß oder 86 Kilometer abgestellt. Durch das Momentum steigt das Gefährt aber auch nach Abstellen des Motors weiter Richtung Apoapsis. Apoapsis, oder auf Englisch auch Apogee genannt, ist der höchste Punkt eines Fluges. Auf dem Weg zu diesem Punkt beschleunigte VSS Unity von der halben Schallgeschwindigkeit auf die 3,5-fache Schallgeschwindigkeit. Sobald das Triebwerk aus war, befand sich das Schiff im freien Fall und somit empfanden die Passagiere da schon fast vollständige Schwerelosigkeit. Nur eine Minute und 10 Sekunden nach der Trennung vom Mutterschiff durften die 4 Passagiere ihre Gurte lösen und beginnen, die Microgravity zu genießen. Bis Apogee dauerte es aber noch fast 2 weitere Minuten. An dieser Stelle möchte ich eure Aufmerksamkeit auf die Raumanzüge lenken. Irgendwie hätte ich mir für einen Ticketpreis von 250.000 US-Dollar etwas Schickeres erwartet. Immerhin haben sie einen eingebauten Fallschirm. Die Anzüge wurden in Zusammenarbeit mit einer berühmten Kleidungsmarke designt und hergestellt. Ich hoffe doch, dass sie für diesen steilen Preis diesen Anzug behalten dürfen. Ihr könnt sehen, wie sich das Raumschiff mit Hilfe seiner Kaltgasdüsen um die eigene Achse dreht und die Flügel in einen 60-Grad-Winkel gestellt werden. Das ist die sogenannte Feather- oder Federfunktion. Das hilft dem Gefährt, sich beim Wiedereintritt richtig auszurichten. Ein weiterer Grund für diese Drehung ist, damit die Gäste an Bord einen besseren Blick auf unsere Mutter Erde bekommen. Ich stelle mir das atemberaubend und berührend vor, aus den zahlreichen Fenstern hinauszuschauen und unseren schönen, fragilen Planeten aus dem All zu sehen. Mir würden vermutlich die Tränen in die Augen schießen, weil es so schön ist. Und dann wäre der Flug nach ein paar tränenüberströmten Selfies und Purzelbäumen schon vorbei. Wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich da auf jeden Fall mal mitfliegen und mein Geheule auf Mars-Chroniken livestreamen. Nachdem der Wiedereintritt absolviert war, wird die Feather-Position rückgängig gemacht. Schon 3 Minuten und 40 Sekunden nach der Trennung vom Mutterschiff wurden die Passagiere aufgefordert, wieder auf ihre Plätze zu gehen und sich anzuschnallen. Besucht mich doch gerne auch mal auf Instagram und Twitter. Da versorge ich euch laufend und regelmäßig mit kleinen Häppchen an Raumfahrt. Links dazu in der Beschreibung des Videos. Selbst wenn wir von einer Flugdauer von 4 Minuten ausgehen, ergibt sich ein Sekundenpreis von über 1000 US-Dollar. Trotzdem günstig, wenn man das mit dem Blue Origin Sitz vergleicht, für welchen sie 28 Millionen US-Dollar nehmen. Dieser Wiedereintritt in die Atmosphäre erinnert ein wenig an den Bellyflop vom Starship.
oder nicht, aber im Vergleich kommt mir dieser Wiedereintritt recht unruhig vor. Ich weiß leider nicht, wie viel dieser ganzen Feather-Position und des Wiedereintritts automatisiert sind, aber ich würde einen Computer dem Piloten im Cockpit vorziehen. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden Piloten höchst kompetent sind. Dennoch denke ich, dass Computer verlässlicher sind. Dadurch, dass das Raumschiff keinen Antrieb hat, beschleunigt es, indem es die Nase nach unten drückt und bremst im gegenteiligen Fall. Der Gleitflug zur Landebahn hat bilderbuchmäßig ausgesehen. Wie beim Space Shuttle landet VSS Unity ebenfalls mit einer angezogenen Nasenspitze. Diese wird erst nach und nach abgesenkt. Sobald das Raumschiff auf der Landebahn zum Stillstand kam, eilte eine große Flotte an Geländewegen herbei und kümmerte sich darum, das Raumschiff zu checken und zum Terminal zu ziehen, wo die Passagiere aussteigen konnten. Starkes Sponsoring, würde ich mal sagen. Ich muss schon sagen, dieser Geländewagen, der dieses sexy Raumschiff auf der brandneuen Bahn abschleppt, ist schon ein Augenschmaus. Hier wird nicht mit hässlichen Flughafenschleppern geschleppt. Bevor die Astronautinnen und Astronauten das Schiff verließen, hat Khalid noch ein für meinen Geschmack viel zu langes Konzert vor einer bescheidenen Menge an Menschen gegeben. Danach hat Chris Hadfield Khalid kurz interviewt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Khalid Kanye West ziemlich ähnlich sieht? Durch die Tonprobleme mussten die beiden unangenehm eng beieinander stehen. Zum Glück begann genau in diesem Moment dann der Ausstieg der vier. Sie wurden von Freunden und Familien empfangen, bevor sie auf eine Bühne gingen, um die Schlussveranstaltung abzuhalten. Auf der Bühne wurde ihnen von Chris Hadfield jeweils eine Brosche verliehen. Damit können sich die vier offiziell Astronautin bzw. Astronaut nennen. Sir Richard Branson, Astronaut 001, with the license to thrill. Also mit der Lizenz zu begeistern. Und wenn man ihn ansieht, sieht man seine Begeisterung und dass er das aus Leidenschaft macht. Ich denke nicht, dass dieses System das große Geld für ihn machen wird. Zumindest nicht kurz- bis mittelfristig. Aber es liegt ihm am Herzen und deswegen finde ich sein Projekt so cool. Er ist schon eine coole Socke und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er mit vollem Herzen dabei ist und wirklich da hochfliegen wollte. Sie haben auch mehrmals eine alte Fernsehsendung gezeigt, in der eine Frau über das Telefon Branson fragt, ob er denn mal ins All fliegen möchte. Woraufhin er sagt, dass er liebend gerne fliegen würde. Sie solle ihm doch bitte ein Gefährt bauen und ihn mitnehmen. Da hat er noch ein wenig ausgesehen wie Thomas Gottschalk. Es gab dann noch eine Ansprache von Stephen Hawking, Champagnerregen und ein Gewinnspiel für zwei Sitzplätze bei einem der kommenden Flüge. Den Link zum Gewinnspiel haue ich in die Beschreibung dieses Videos. Den ganz Aufmerksamen unter euch ist vielleicht schon in der letzten Ausgabe aufgefallen, dass sich ein neues Logo und dieses schematisierte gelbe W hier in der Ecke platziert habe. Dieses gelbe W ist das Logo meines neuen Medienpartners und steht für WADA. So wie ich war da und komme wieder. Dabei handelt es sich um ein Online-Lifestyle-Magazin. Wie zeichnet sich die Partnerschaft aus? Sie haben mir mein neues Logo erstellt und stehen mir mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem werde ich mit Mars-Chroniken in Form eines Editorials dauerhaft auf wada.at/magazin vertreten sein. Natürlich den Link in der Beschreibung. Der Grund, weswegen ich Mars-Chroniken gegründet habe, ist der, dass ich mehr Bewusstsein und Begeisterung für Raumfahrt im deutschsprachigen Raum schaffen wollte. Das geht mit einer großen Reichweite weit besser. Daher bin ich diese Kooperation mit diesem coolen deutschsprachigen Magazin eingegangen, um dadurch mehr Menschen zu erreichen. Schaut gerne mal auf wada.at vorbei und klickt euch mal durch. Es gibt täglich coole neue Artikel, Gutscheine, Gewinnspiele und vieles, vieles mehr. Danke Eugen, Dennis und Fabian von WADA. Ohne euch wäre diese Kooperation nicht möglich gewesen. Am Montag, dem 19. Juli, habe ich die Ehre, den CEO von Gaia Aerospace auf Mars-Chroniken begrüßen und interviewen zu dürfen. Wer Fragen hat, kann sie gerne in die Kommentarsektion schreiben. Ich werde versuchen, diese bestmöglich weiterzuleiten. Also schalte am Montag, dem 19. Juli um 20 Uhr Mars-Chroniken ein. Am Tag darauf, also am Dienstag, dem 20. Juli, ist Moritz von Senkrechtstarter bei mir zu Gast und wir streamen gemeinsam den Start von Blue Origins New Shepard Rakete mit Jeff Bezos an Bord. Ihr habt auch gemerkt, dass mein Bildausschnitt etwas anders aussieht. Das ist auch alles Teil des kleinen Relaunches meines Kanals. Es kommt noch mehr Veränderung auf uns alle zu, meine Lieben. An Merch wird mit Hochdruck gearbeitet und es ist noch viel mehr geplant. Ich möchte es aber noch nicht verschreien, also drückt mir alle die Daumen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch gerne
bei allen meinen Patrons für eure großartige Unterstützung bedanken. Ganz besonderer Dank geht an meinen neuesten Patron Michael. Ihr helft mir dabei, noch mehr und besseren Content für euch zu produzieren. So meine Lieben, das war's nun von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und bis bald auf dem Mars.